Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine ganz neue Box für dich und zwar wurde mir die Yoga Junkies Beauty Queen Box kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier mal vorzustellen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Yoga Junkies sind ziemlich coole Leute. Also ich habe da tatsächlich mit der lieben Hannah ein bisschen geschrieben auf Instagram und wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, Mensch Claudi, hast du nicht mal Bock, irgendwie eine Box von uns zu testen? Und da habe ich gesagt, ja, wäre ganz cool, ne? Und ja, da hat sie mir jetzt die Beauty Queen Box geschickt, weil ich auch gesagt habe, Yoga, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der da irgendwie ne, esoterisch ist oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise Yoga macht. Und dann sagte sie, ist nicht schlimm, wir haben so ein großes Portfolio, schau einfach mal vorbei. Und dann habe ich mir auch die Homepage angeguckt und ja, die Beauty Queen Box hat tatsächlich am besten zu mir gepasst. Und ja, die haben auch die Möglichkeit, dass du quasi so eine Art Mitgliedschaft machen kannst. Also es ist so ähnlich wie halt ein Abo. Eigentlich ist es genau so, oder? Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Du hast halt einen monatlichen Beitrag von 39,99, wenn du das halt wirklich immer wieder monatlich wiederkehrend bekommst. Und da habe ich auch einen Code für dich, für die Mitgliedschaft. Das ist Claudi10, den schreibe ich dir hier mal rein. Da kannst du ein bisschen was mit sparen. Ich habe da nichts von, ne? Ich habe da nur Freude, weil ich quasi dir eine Freude machen kann. Und genau, wenn du diese Box, die ich dir jetzt hier zeige, haben möchtest, die Beauty Queen Box, kannst du mit dem Code Claudi15 dann auch nochmal ein bisschen was sparen. Und wenn du dich als Mitglied dort wirklich fest anmeldest, bekommst du auch eine Willkommensbox. Das ist normalerweise so eine ja, entsprechende Willkommensbox, die speziell halt, die ich nicht kenne, die ich jetzt hier nicht habe. Ich habe jetzt hier die Beauty Queen Box. Wenn du unbedingt die Beauty Queen Box als Willkommensbox haben möchtest, dann kannst du denen das einfach schreiben. Dann wissen die auch Bescheid. Ne? Schau einfach mal auf der Homepage vorbei. Da sind auch alte Boxen, die gibt es noch nicht lange, die gibt es seit einem Jahr, abgebildet. Also vergangene Boxen, dass du da einfach mal den Überblick verschaffen kannst. Und ich rede schon wieder so viel. Ich möchte dieses wunderschöne pinke Schätzchen einmal öffnen. We come, we flow, we love. Finde ich schon mal sehr, sehr schön. Kommt aus Österreich übrigens. Mensch, das habe ich gar nicht gesagt. Es wird versendet europaweit. Auch sehr wichtig, ne? Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Also ich habe grob mal reinschauen können, aber ich weiß nicht von allen Produkten, was drin ist. Also ich weiß von einem Produkt auf jeden Fall. Ach so, und das werde ich hier im Video auch verlosen. Ne? Weißt du Bescheid? Eine Verlosung gibt es nämlich auch noch. Ach schön, guck mal. Dann machst du die Box auf und dann steht hier drin im Deckel Hey Beautiful. Hier haben wir einen Flyer drin, beziehungsweise normalerweise hast du da so ein richtiges Heftchen drin, wo auch Rezepte drin sind, Interviews, detaillierte Produktbeschreibung. Mir hatte die liebe Hannah geschrieben, Claudi, tut mir leid, unsere Druckerei möchte gerade nicht. Und deswegen habe ich halt diesen Flyer bekommen. Finde ich aber nicht schlimm. Also ich finde, das ist auch sehr handlich und damit kann ich auch durchaus arbeiten. Da sind die Produktbeschreibungen, die Produktpreise, die Produkte. Ich will gar nicht zu sehr drauf gucken, weil da stehen die Produkte drauf mit Foto, ne? Ich habe hier tatsächlich, genau, den ersten Blick in die Box. Und ich greife zuerst mal hier, oh, guck mal, so ein Kärtchen raus. Namaste. Voll schön. Es ist eine Karte. Liebste Claudi, tausend Dank für deine Unterstützung. Gerne. Tausend Dank für die Box. Hey Leute, ist voll cool. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Box. Und dann ist ein Herzchen drauf. Much love, Hannah und Tyler. Hannah und Tyler sind ja, die Gründer der Box und haben mir ein handgeschriebenes Kärtchen geschickt. Ich bewahre diese Karten immer auf. Ich habe da einen extra Ordner für. Wenn ich, kleiner Spoiler, Leute, ich werde hier irgendwann mal umziehen. Also wir haben verschiedene Kinderzimmer bei uns im Haus. Das hier ist das kleine Kinderzimmer, in dem ich mich aktuell befinde. Es ist aber sehr, sehr nah bei uns am Wohnzimmer, am Esszimmer. Und da sagte mein Freund auch schon, ich muss immer ruhig sein und kann hier nicht am Kamin rumbrödeln oder saugen oder sonst irgendwas machen, während du hier drin sitzt. Ich werde irgendwann in 2020 in das große Zimmer umziehen und habe dann auch zum einen mehr Platz und zum anderen mehr Entfaltungsmöglichkeiten und kann dann vielleicht die ganzen wunderschönen selbstgeschriebenen Karten, die ich so bekommen habe von euch und von den Boxen und ach Mensch, ne, kann ich dann aufhängen und dann wirklich so eine ganze Wand damit machen. Das plane ich auf jeden Fall. Okay, dann habe ich hier als erstes eine kleine Überraschung. 10 seconds just for you. Close your eyes. Inhale. Think about something you like on. Exhale. Okay, von Malasari Love. Okay, das ist quasi, du sollst die Augen schließen, einatmen, über irgendwas nachdenken, was du gerade schön findest und dann ausatmen. Ne? Das ist halt dieses ganz entspannte
Let it flow, genau. Dieses ganz entspannte Lebensgefühl finde ich schön. Das ist ein Armband, oder? Steht übrigens nicht auf der Produktkarte. Das ist wirklich dann so ein kleines Goodie, ein kleines Dankeschön, was hier mit dabei ist. Und Leute, das passt ja wohl mal voll zu meinem chilligen Oberteil. Oh, das mag ich. Das sind so Steinchen. Ich finde das hübsch. Gefällt mir richtig gut. Ich habe so ein ähnliches auch von Goody Do von den Farben her. Ich glaube, die würden auch sehr schön zusammen harmonieren. Ich habe heute gar keinen Schmuck drauf, weil ich habe mich jetzt einfach mal hier vor die Kamera gesetzt. Ganz chillig. Heute ist Sonntag, wo ich das Video drehe, ne? Und ja, es passt. Das ist aus hier mit, wie nennt sich das, Gummizug? Genau. Und da ist es dann immer, ne, praktisch. Das kann ich umlassen. Das ist toll. Das gefällt mir. Ja, so, voll hübsch. So, hier haben wir dann das Papier, was verschlossen ist mit einem Klebi. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box an sich. Und ich rede schon seit fast, also seit 8 Minuten hier, Leute. Dann haben wir hier das erste Produkt, was ich tatsächlich auch direkt verlosen werde. Und zwar handelt es sich um einen Rose Quartz Facial Roller. Das ist aus Brasilien ein Rosenquarzroller. Hier hast du dann noch eine richtig schöne Beschreibung mit dabei, wie das Ganze anzuwenden ist. Und, oh, ist das hübsch verpackt, Leute. Ne? Und hier haben wir einen richtig schönen Rosenquarzroller. Das ist halt komplett aus Rosenquarz. Nicht nur hier oben, das, was du quasi für die größeren Gesichtsregionen verwendest, sondern auch dieses Mittelteil. Und hier unten hast du das halt für die kleineren Regionen vom Gesicht, zum Beispiel unter den Augen oder so. Und ja, dieses Produkt wird tatsächlich in diesem Video verlost. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Ich finde den wunderschön, aber ich hatte schon mal einen. Und ich finde, wie gesagt, einfach nicht die Zeit dafür, den halt angemessen zu verwenden. Das tut mir auch immer sehr, sehr leid, weil ihr schreibt mir das immer wieder in die Infobox rein, dass es unheimlich tolle Produkte sind. Und ihr sagt auch immer, Mensch, Claudi, probier es doch mal. Und ich hab's probiert, aber ich habe nicht die Zeit dafür, mich morgens dahin zu stellen und dann das Öl entsprechend in meinem Gesicht einzuarbeiten. Leider nein. Glück für euch, weil so könnt ihr es hier gewinnen. Ne? Ja. Das nächste Produkt, das ist praktisch, das kann ich sehr gut gebrauchen. Das finde ich auch sehr süß. LookTag Removable Adhesive Paper. Also das sind, das sieht so geil aus. Das sind, ja, Notiz, ja, wie heißt das? Post-its auf, also die Marke heißt ja eigentlich Post-its. Heißt das auch Post-its? Ich glaube schon, oder? Halt, ja. Ich benutze unfassbar viele Post-its, weil ich muss mir immer so viel merken. Also in diesem Kopf schwirrt so viel rum, ich muss so viel mir immer aufschreiben. Und ja, das ist dann ganz niedlich, weil hier hast du dann wirklich so Yoga-Stellungen mit drauf, ne? Finde ich niedlich. Und sie sind rosa, ich meine. Läuft, genau, ne? Und die finde ich klasse, die finde ich toll, die werden verwendet und die werden ruckzuck aufgebraucht sein, das sage ich euch. Oh, schön, als nächstes haben wir hier ein Produkt drin. Das ist auch wieder Schmuck. Exclusive Fashion Jewelry. Zoe Kajewli, zoekjewelry.com. Das ist hier dieses Produkt. Ich bin ja eher der Silberschmuckmensch, aber ich finde das voll schön. Das ist gold-plated, nickel-free und mit einer hohen Qualität richtig schön. Aber ich habe tatsächlich ja auch letztens in meinem Adventskalender eine goldene Kette drin gehabt. Das heißt, das könnte ich dann sehr schön in Kombination tragen. Und meine Herren, ist das schön. Ich habe mir das jetzt hier mal drum gemacht und ich finde, dass es richtig schön aussieht. Also es ist so dieses Filigrane, aber doch irgendwie, ne, man sieht es halt schon und das finde ich echt hübsch. Ich mag es auch, dass es nicht irgendwie so ein Charm ist, der so hin und her rutscht, weil irgendwann hast du dann ja den Charm quasi an der Öffnung oder wie auch immer an dieser Schließe dran und das nervt dann ja nur aufgrund von Schwerkraft hast du das. Und ja, das ist halt eine ordentliche Weite. Ich könnte es jetzt auch enger stellen, aber ich kriege es einfach gerade nicht hin, weil ich zu ungeschickt dafür bin, aber richtig schön. Ich weiß gar nicht, wie dieses Symbol heißt. Ich gucke mal in diesem Heftchen nach und dann schauen wir mal, was das bedeutet. Das ist ein vergoldetes Mandala-Armband. Egal, ob zum Yoga oder zum Treffen mit deinen Freundinnen, gib deinem Look das perfekte Finish mit diesem individuellen Mandala-Armband von Zoeka. Die Schmuckstücke von Zoeka sind in Shops auf der ganzen Welt zu finden und erstaunen in Zeitschriften wie Vogue und Harper's Bazaar. Wow, okay. Kostet übrigens 24,90 €. Das ist natürlich, habe ich gerade gesehen, ich habe es euch wahrscheinlich auch eben schon eingeblendet. Ja, das ist sehr, sehr edel und sehr leicht, sehr angenehm, ne? Schön. So, dann habe ich hier das nächste Produkt und das ist ein Pöttchen von Niana. Sandhühner oder so. Svadhyaya Knowledge Yoga Balm mit Vetiver, Patchouli und, oh, Rosewood mit Rosenholz. Da muss ich dran riechen. Oh, das riecht wie diese Läden,
die wir hier bei uns auch in der Gegend haben. Wenn du da reingehst, dann, da kannst du dir so Räucherstäbchen holen und so, ne? Orientalische Läden würde ich die jetzt einfach mal nennen. Oh, das riecht unfassbar gut. Das Patchouli riecht so richtig geil raus. No, das ist so eine feste Konsistenz. Und jetzt schaue ich mal eben, was ich damit machen soll. Niyama Wellness Svadhyaya Knowledge Yoga Balsam. Okay, ein Yoga-Balsam. Vor dem Schlafen, Lesen oder deiner Yoga-Meditationspraxis auf die Innenseiten der Handgelenke sowie Schläfen auftragen und sanft einmassieren. Okay, also ich nehme das quasi. Oh, das schmilzt aber direkt unter den Fingern, ne? Sehr, sehr angenehm. Das muss ich. Hier ist ja die, ne? Da muss man das wahrscheinlich machen. Sanft einmassieren. Oh, das riecht richtig klasse. Ich muss gestehen, dass ich in das Pöttchen jetzt mit meinen Riesenfinger nicht so gut reinkommen, aber ich habe auch wirklich gut große Finger. Okay, vielleicht dann auch die Handgelenke. Also es fühlt sich auf jeden Fall angenehm an. Und weil das so ein leichtes Öl ist, wärmt sich das auch so leicht. Und es hat ein ganz wohliges Gefühl gerade. Und dann noch ein bisschen auf die Finger und dann auf die Schläfen einmassieren. Ja, die Schläfen. Das ist immer super. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich so Migräne habe oder Kopfschmerzen im Allgemeinen. Ne? Habe ich tatsächlich öfters. Dass man damit dann quasi so ein bisschen das Ganze wegmassieren kann. Also ich werde auch gerade ganz entspannt. Ich bin da mal ehrlich, ne? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gerade einschlafe, denn es wird gerade auch draußen so ein bisschen dunkler. Ich war eben mit Sammy spazieren und... Oh. Sehr, sehr geil. Ja, dann haben wir hier noch was. Hier habe ich ein Klebi drin. Ach, guck mal, Yoga Junkies. Da kannst du dir das entsprechend irgendwo hinkleben. Das ist ein Sticker, ne? Und dann habe ich hier von Organic Surge Daily Care Perfecting Face Polish. Oh, da sind Schmetterlinge drauf. Suitable for sensitive skin, a blend of essential oils and exfoliating coconut shell powder. Oha. Also ein Peeling. Ist das fürs Gesicht? Ich rieche gerade nur noch meine Meditationscreme. Riecht nämlich nicht jetzt irgendwie stark nach Kokosnuss oder so. Weil das wäre das, was mich jetzt so ein bisschen getriggert hätte. Ne, das riecht einfach cremig, ne? Das finde ich ganz gut. Perfecting Face Polish. Ja, habe ich mich eben wirklich gefragt, ob ich das fürs Gesicht benutzen kann und habe vorher vorgelesen, Perfecting Face Polish. Guten Morgen. Genau. Ja, schön. Das gefällt mir auch auf jeden Fall, denn sowas fürs Gesicht... Ach komm, wir testen das mal eben hier auf meinem Handrücken aus. Dass wir mal eben schauen, wie sich dann auch die Kokosschalen da anfühlen. Sehr mechanisches Peeling, aber es fühlt sich, na, es ist, man muss schon, da muss man aufpassen, ne? Da darfst du jetzt nicht zu hart dann übers Gesicht gehen, ne? Du siehst hier auch auf jeden Fall die Peeling-Körnchen, ne? Da muss man aufpassen, dass man da nicht zu extrem peelt. Also ganz sanft, ganz, ganz sanft dann über das Gesicht peelen. Ein bisschen wie so ein Spa riecht das. Kennt ihr das, wenn ihr in so ein Spa reinkommt? Also ich war noch nie selber in einem Spa, um da halt mich besparen zu lassen. Sondern um Gutscheine zu holen zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwo im Hotel war, dass man da halt am Spa vorbeigegangen ist und das dann halt entsprechend riechen konnte. Aber ich habe jetzt selber noch nie mich in einem Spa befunden, um mich dort behandeln zu lassen. Ich glaube, das sollte ich tatsächlich mal machen. Ne? Ich glaube, das wäre eine ganz schöne Sache. Aber so riecht das. Richtig angenehm. Also ich muss sagen, dass der Inhalt von dieser Beauty Queen Box, von der Yoga Junkies Beauty Queen Box, mich tatsächlich positiv stimmt. Ne? Also das ist, es ist ein schöner Inhalt, den du erleben kannst und wo du einfach so ein Auspackerlebnis hast, die einzelnen Produkte dir anschauen kannst, testen kannst und irgendwie halt auch was Neues erlebst. Und das hat irgendwie so ein, es hat einen schönen Beigeschmack. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und ich kann dir nur empfehlen, schau auf der Homepage einfach mal vorbei. Ich finde die Leute dort sehr, sehr sympathisch und deswegen möchte ich die einfach gerne unterstützen. Vielen, vielen Dank, Hannah und Tyler, dass ihr mir diese mega, mega, mega coole Box habt zukommen lassen. Denn es sind echt geile Produkte mit dabei, die ich wirklich gerne in nächster Zeit auch verwenden und testen werde. Es wird damit geworben, beziehungsweise die schreiben jetzt auf die Homepage, dass die Boxen einen Wert von mindestens 60 Euro haben. Und ich denke auch, dass wir hier in dem Fall über diesen 60 Euro liegen werden. Ihr Lieben, denkt an die Verlosung und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen.
freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!